Ja, schönen Abend wieder mal von Tiba aus Barwickel, aber heute wieder, wie immer, bei dem Webinar aus Papenburg aus Studio C. Manuel ist wieder dabei. Moin. Ja. Gute Woche gehabt. 100%ig langen Urlaub gehabt, alles gut. Darf ich mal erzählen, Manuel ist ungeglaubte 30 Jahre geworden am Montag. Jo, nicht mal fegen dürfen oder Klinken putzen, eigentlich ganz schade. Ja, bin ich weggekommen, aber das ist gut. Wir sind noch einige schuldig. Erstmal ein paar Vormerkungen. Also erstmal herzlich willkommen. Und vor allem muss ich mal die Familie Flair in Wiedmarschen-Lohne, die uns auch immer fleißig zuguckt und auch schön mir Anregungen gibt. Dankeschön, Andreas, hallo. Toll, dass du dabei bist. Aber auch toll, dass alle anderen dabei sind. Und wir haben letztes Mal, das passt auch zum Betrieb Flair, die Gefühlsgeschichte angefangen. Da bin ich noch einiges schuldig. Wir hatten nicht mehr alles durchbehandelt gekriegt. Wir machen also jetzt damit noch kurz weiter, werden aber danach noch wieder raus auf den Acker gehen. Also heute haben wir einen Mix aus Restgeflügel und dann aber auch aus Bodenkunde, Ackerbau. Ja. Das, was man so jetzt wieder sich mal ganz gut reinziehen kann. Das wird Manuel dann mit mir zusammen übernehmen. Ja. Also heute kommen alle auf ihre Kosten, denn egal, ob ihr Rind, Schwein oder Geflügel macht, Boden und Pflanzenbau habt ihr ja alle mit zu tun. Mike stört gerade. Ja, Mike, was hast du? Ja, also es hat gerade sehr gehallt, habe ich gerade gehört. Nochmal schönen Gruß an alle und auch an die Familie Flair. So, und zur Wiederholung, wir gehen heute nochmal in das Restthema Geflügel rein, was wir letztes Mal nicht ganz geschafft haben. Und gehen dann nochmal raus auf den Acker. Martin Kock wartet schon heute etwas aus höheren Regionen auf uns. Ja, in Lohne, da kommt auch aus Lohne, ne? Die laufen ja nicht, die haben es ja besser da. Die haben auch keinen Trecker, die müssen nur Pferden machen. Ja, alle noch ein bisschen rückwärtig. Ja, werden wir gleich sehen. Also Martin Kork erwartet uns auch noch mit einem Begleiter oder einer Begleiterin. So, wir gehen aber mal jetzt direkt drüber auf die Vorsetzung vom letzten Mal. Da bitte ich mal um die Präsentation. Kommt sicher gleich. Ich höre da ein verzweifeltes Stöhnen nebenan. Na, jetzt geht's los. Ja, guck, da geht's los. Ja, schön. Wenn es jetzt auch noch funktionieren würde, mein Stick hier. Oh, einschalten muss man den. Okay. Ja, es liegt also immer an dem Typ, der die Technik bedient. Das ist Hilbers hier. Mein Name ist Heino Hilbers. Ich bin der mit dem Stick, den ich bedienen kann. Jetzt so. Ja, da haben wir es doch. So, diese Folien haben wir das letzte Mal schon gesehen. Kurze Wiederholung. Nochmal Verdauungsapparat vom Vogel. Ja, ich weise nochmal kurz darauf hin, auf die, dritte Funktion von oben. Das ist der Kropf. Den gucken wir uns nochmal an. Dann haben wir einen Drüsenmagen, Muskelmagen und dann das Darmsystem. Interessant dabei eben auch die beiden Blinddärme, der Vogel hat zwei davon und Bauchspeicheldrüse hat auch eine wichtige Funktion, die säuert dann auch ein. Aber das nur mal, um einen Anblick noch zu zeigen, wichtig für uns ist eben, Vogel hat einen Kopf, einen Drüsen, einen Muskelmagen. Damit arbeiten wir auch in der praktischen Ernährungsgestaltung, ganz wichtig für uns, habe ich letztes Mal erläutert. Dem Kopf, da wird ja die Nahrung erstmal angesammelt und dann, wenn der Magen das freigibt, dann wird auch immer wieder portioniert in den Magen abgeleitet. Drüsenmagen säuert den Futterbrei scharf runter auf 2 bis 2,5 pH-Wert. pH-Wert übrigens werden wir nachher noch etwas genauer erklären in Bezug beim Acker. Dann der Muskelmagen, ganz wichtiges Teil, der zermahlt eben den Futterbrei und der muss auch idealerweise etwas angeregt werden. Da habe ich euch das letzte Mal erzählt, dass die Vögel dazu in der freien Natur auch gerne kleine Steinchen aufnehmen, die dann als Mühlsteine im Muskelmagen dienen. Also mit Hilfe der Magenmuskeln werden die gegeneinander gerieben und zerreiben dabei eben auch den Futterbrei. Und diese Eigenschaft oder dieses Verlangen des Vogels unterstützen wir ein wenig, indem wir dann auch ganze Weizenkörner zugeben. Da komme ich gleich mal dazu. Auf jeden Fall wichtig für euch, Muskelmagen muss angeregt werden. Da werden wir gleich intensiver zu erzählen. Das haben wir auch beim letzten Mal gesehen. Der Darm, oh Gott, boah, Mann, Hilbers, bla bla bla. Ich hätte mich heute Morgen nicht waschen sollen. Ja. Tut dir nicht gut, Heino. Also, Verhältnis vom Darm zur Körperlänge ist beim
bei Hühnern, beim Hähnchen nur 6,5 bis 8:1, also eine sehr kurze Verweildauer des Futters im Körper, weil eben der Darm sehr kurz ist. Und das ist wichtig zu wissen. Wir müssen also in dieser kurzen Zeit, in der der Futterbrei im Darm ist, diese circa 4 Stunden nur, da müssen wir es schaffen, möglichst viele Nährstoffe möglichst effizient dort rauszuholen. Also das muss hochverdaulich sein. Wir können da nicht irgendwelche Rummelkomponenten reinschmeißen. Ganz, ganz wichtig, dass wir dort sehr auf tolle Komponenten achten, weil es eben nur 4 Stunden Zeit hat, dort aus dem Dünndarm in den Körper rüberzukommen. Ja, dann eben noch die optische und haptische Reize. Ich habe erzählt, dass die Vögel mit dem Schnabel sortieren, mit dem Gefühl im Schnabel. Die lieben Körner, danach Weichfutter, danach Mehlfutter. Wenn wir Getreide schroten, wie es bei den Hühnern bei der Hühnerfütterung der Fall ist, dann werden nach Forschungsergebnissen am liebsten die Weizenschrote genommen, dann Gersten, Rogge, Erbsen und Mais. Wenn wir ganze Körner nehmen, dann ist die Tendenz zu Weizen, Mais, Hafer, Gerste, Roggen. Soll man wissen, wenn man eine Mischung zusammenstellt. Ja. Ja? So, wir gehen schnell durch, weil wir das schon mal letztes Mal hatten. Hier nochmal die zur visuellen Darstellung. Darmlänge vom Körper, hier steht 8:1, kann also auch etwas kürzer sein. Eben interessant zu gucken, beim Schwein als Vergleich haben wir 25:1, beim Rind 30:1. Das heißt, ihr seht, bei so einem Schwein hat natürlich der Futterbrei jede Menge mehr Zeit zu durchlaufen. Das Schwein hat jede Menge mehr Zeit, dort mit den Verdauungsenzymen, mit den Verdauungssäften darauf einzuwirken und das auszunutzen. Deshalb ist das Schwein etwas verträglicher, was Komponenten angeht. Hat mehr Zeit. So, gehen wir schnell durch. Vogel unterscheidet erstmal nach den optischen und taktilen Reizen, hört sich so wissenschaftlich an, das sind einfach Gefühlsreize. Wie hart ist das Futter? Welche Farbe hat es? Das kann ein Vogel gut unterscheiden. Je härter, desto lieber eigentlich die Aufnahme, haben wir gerade schon gesehen. Hier steht, weniger wichtig Geschmackssinn und nicht wichtig Geruchssinn. Das wird immer noch so in Büchern geschrieben. Neuere Forschungen zeigen, dass das nicht so ganz stimmt. Auch der Geschmackssinn wird unterteilt in sauer, salzig, bitter, süß. Das heißt, wir können nicht jeden Mister hinschmeißen, auch der Vogel möchte was zu schmecken haben. Und der Geruchssinn ist auch entwickelt, und zwar riecht der Vogel sehr, sehr stark Ammoniak, also diese starken Reize, die tun ihm auch weh. Das ist wiederum für unser Stallmanagement wichtig. Wir müssen den Ammoniakgehalt auch wegen dem Geruchssinn unten halten, sonst ist das für das Tier auch eine Quälerei. Ja? So, und wie gesagt, wenn Futter sehr säurig riecht, dann wird es auch etwas schwieriger. So, das übergehen wir, das ist jetzt nicht so wichtig. Das sind nochmal die Besonderheiten zusammengefasst. Der Vogel hat also keine Zähne. Wir zerkleinern mit dem Muskelmagen. Im Kopf wird das Futter erstmal eingeweicht und gespeichert und dann in kurz getakteten Portionen abgegeben in den Magen. Das ist ein zweigeteilter Magen. Drüsenmagen mit 1,5 bis 2 pH, habe ich gerade falsch gesagt anscheinend. Also 1,5 bis 2 pH Wert, sehr, sehr, sehr sauer also. Dort wird mit Salzsäure, Pepsin, Mucin angesäuert und eingearbeitet. Und dann wird im Muskelmagen zermalt und zerrieben. Das noch eben zu merken. Dünndarm, wir haben keine Laktase und nur geringe Saccharaseaktivität. Heißt auf Deutsch, Milchzucker wird nicht gut verdaut und Zucker generell wird nicht weiter aufgeschlossen. Saccharase ist... Oh Gott, oh Gott. Zweifachzucker? Ich weiß, also daraus merken soll man sich bitte, Milch wird entgegen landläufiger Meinung nicht verdaut. Manche füttern ja mit Milchpulver, weil sie meinen, das sind dann noch tolle Eiweiße und die Futteraufnahme wird angeregt. Das liegt dann eher am Milchzucker. Ja? So, dann die paarigen Blinddärme. Die haben nur eine sehr, sehr geringe Verdauungskapazität. Deswegen sieht auch jeder 10. Schiss so schlecht verdaut aus. Jeder 10. Kot ist ein Blinddarmschiss. Ist sehr flüssig. Soll man sich nicht erschrecken, wenn man 10% vom Kot im Stall als flüssig sieht, dann ist das kein Futterfehler und auch kein Krankheitszeichen. Das ist normal. Wenn es allerdings mehr ist, dann soll man sich das genau angucken. Ist der Kot vielleicht rosa verfärbt? Ist er hell verfärbt? Und dann flüssig? Dann ist es ein Verdauungsproblem. Ja, ja, so. Kurze Verweildauer habe ich erzählt. Das waren so zusammengefasst die Folien vom letzten Mal noch. Hier sieht man nochmal sehr schön dargestellt, wie das nun einfach abläuft. Oben wird die Nahrung aufgenommen, wird eingespeichert etwas, kommt dann in den Kopf, dann
Drüsenmagen, Muskelmagen. Dann gibt die Leber Gallensäure dazu, auch ganz wichtig, denn das ist ein wichtiger Verdauungssaft. Und für euch eben wichtig, wenn der Kot im Stall richtig schön dunkel aussieht, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Die Leber hat das schön eingesaftet mit der dunklen Gallensäure und das Futter hat keine zu schnelle Passagerate gehabt, sonst hätte die Leber nämlich keine Chance, es einzuweichen, es zu bearbeiten mit der Gallensäure. Wenn er also dunkel ist, dann hat das eine richtige schöne, nicht zu schnelle Passagerate gehabt. Wenn der Kot hell ist, dann ist eben zu schnell durchgerauscht und es ist nicht genug Gallensäure reingekommen, dann habe ich ein Verdauungsproblem. Ja, dann muss ich gucken, dass ich den Passagerate verlangsame mit etwas faserreicheren Komponenten, mit entsprechender Futterstruktur. Ja, Bauchspeicheldrüse steuert dann die Enzyme dazu, die dann eben Eiweiß und Fette und alles Mögliche aufspalten. Die Darmmucosa wird auch zugegeben, wo dann auch weitere mit Peptidasen weitere Eiweiß aufgespaltet werden. Im Blinddarm wird noch etwas durch Mikroben abgebaut und dann wird es eben in den Körper durch den Darm abgegeben. Das im Schnelldurchlauf mal erzählt. Bitte auch nochmal in Ruhe anschauen für die Leute, die Geflügel machen. So, dann nochmal direkt in die Bräulermast. Wir haben letztes Mal mit einem Kollegen Bert Eilering schon darüber gesprochen und Jens Temmen nochmal eben ein paar Basics. Wir haben also einen Maximalbesatz von 35 Kilo pro Quadratmeter, das müsst ihr auch wissen. Ja? Mehr darf man und soll man in Deutschland pro Quadratmeter an Fleischbesatz nicht haben. Mit Ausnahmegenehmigung geht das auf 39 Kilo hoch. Ja? Und viele von euch haben noch diese Ausnahmegenehmigung. Ganz wichtig ist aber, wenn ihr Tiere ausstallt, dann wird darauf kontrolliert, dass bei dem Punkt, an dem das Tier 1,5 Kilogramm, sprich 1500 Gramm wiegt, in dem Moment darf auf keinen Fall mehr als 35 Kilo auf Quadratmeter sein. Ja? An dem Punkt darf es maximal 35 Kilo sein, ganz wichtig. Auch wenn ihr eine 39 Kilogramm Ausnahmegenehmigung habt, wenn die Tiere an dem Punkt 1,5 Kilo wiegen, dann dürfen auch nur 35 Kilo auf den Quadratmeter sein. Ja? Wichtig, das Veterinäramt kontrolliert das auch und man soll es auch einhalten. Heute haben wir in der Regel Luftwäscher im Stall. Das hat die Stallplatzkosten hier bei uns in Deutschland sehr stark steigen lassen in den letzten 8 bis 10 Jahren. Wir sind inzwischen bei guten 20 Euro, also sehr stark gestiegen. Ich weiß, als wir vor 15 Jahren mit vielen Leuten auch Hähnchenstelle geplant haben und als viele gebaut haben, da waren es noch bei 10 Euro. Das sind heute die Kosten im europäischen Ausland, sprich Polen, da sind sie immer noch bei 10 Euro, werden auch noch gefördert. Das macht natürlich für uns die Lage wirtschaftlich zurzeit sehr, sehr schwer, denn gegen diese Konkurrenz, die billiger bauen kann und die noch in der Regel keinen Luftwäscher braucht, müssen wir leider gegen antreten. Und das ist auch das, was wir zurzeit sehr stark und sehr schmerzlich merken. Das werden euch eure Lehrchefs und Eltern, wenn sie Geflügelmast betreiben, auch sicher erzählen. Zurzeit ist ein ganz, ganz, ganz heftiger Markt. Durch die Corona-Krise fallen auch viele Events flach. Die Oktoberfeste sind flach gefallen. Da wird sehr viel Hähnchenfleisch verzehrt. Gastronomie fällt flach. Kreuzfahrten fallen flach. Das heißt, der Verbrauch ist stark gesunken und das macht uns wirtschaftlich gerade sehr stark zu schaffen. Ja, dann müssen die Tierwohlvorgaben natürlich eingehalten werden in Deutschland, eigentlich europaweit. Aber nicht alle sind so, wie wir in Deutschland, so brav, leider. Ja, bei dem deutschen Tierwohl ist ja zum Beispiel 35 Kilo auch wenn du eine Ausnahmegenehmigung hast, ist einfach Sensen instellen. Wenn man nach Tierwohl vermarktet, musst du 35 Kilo auf Quadratmeter maximal einhalten. Ganz gefährlich auch. Wenn man es überschreitet, dann ist der Tierwohlbonus weg. Und das ist ja auch eine Geschichte, wo ihr darauf achten müsst. Passt auf, dass ihr nicht zu dicht drankommt. Stahlt lieber mal mit 34 bis 34,5 aus und riskiert nicht den Tierwohlbonus. Man muss nur einen Tag länger schieben. Die Schlachterei muss einen Tag Schwierigkeiten haben und holt die Tiere vielleicht erst am nächsten Tag ab. Dann seid ihr drüber und dann ist der Bonus weg. Ja, und was da auch mal ein bisschen kritisch ist, sind die Vorfänger. Was habt ihr wahrscheinlich letzte Woche mal drüber gesprochen, was Vorfänger sind. Und da knallt es ja sogar oftmals noch eher über die Gewichte drüber her. Ja. Das muss man natürlich auch arg im Auge behalten, dass man auch da schon diese 35 Kilo auf keinen Fall irgendwo überschreitet. Ja, wiederhole ich schnell. Ich weiß gar nicht, ob wir es so intensiv besprochen haben. Hat Jens sicher getan. Vorfänger. Wir dürfen ja, wie gesagt, nicht mehr als 35 Kilo auf Quadratmeter halten. Deswegen wird bei der Schwermast, wenn die Tiere also 2,8 bis 3 Kilo schwer werden sollen, wird ein Teil der Tiere, ungefähr ein Drittel,
vorher ausgestallt. In der Regel haben dann alle Tiere so um die 1800 Gramm, sodass dann eben dieser Maximalbesatz insgesamt pro Quadratmeter nicht überschritten wird und dann können die anderen Tiere eben noch bis zu diesem Besatz weiter wachsen. Ja? Gut, das eben so ein paar Basics noch hier. Ich wiederhole noch wieder kurz vom letzten Mal, bevor wir über Futter reden, Stalltemperatur beim Einstallen 37 Grad Celsius, Bodentemperatur 28, 29. Bernd Eilering, unser Kollege, hat letztes Mal aus der Praxis erzählt, er sagt, ich hatte lieber 30 als 29 für eine kurze Zeit, weil runterkühlen geht einfach, den Boden noch raufzubringen, wenn man ihn bei der Einstellung zu kalt hat, das ist sehr schwer. Und auf einem zu kalten Boden haben es die Tiere einfach sau schwer. So ein Küken hat eine Körpertemperatur von 40,5 Grad Celsius. Ihr wisst, wie klein so ein Küken ist. Also die Eintagesgewichte sind 42, 43 Gramm ungefähr. So ein Tier ist nicht in der Lage, seine Körpertemperatur von selber zu halten. Auch in der Natur setzt sich das Huhn drüber und wärmt die Tiere. Mhm. Also die sind nicht in der Lage, durch ihren Stoffwechsel die 40,5 Grad zu halten. Deswegen müssen wir den Stall so warm haben und deswegen muss auch ein warmer Boden da sein. Haben wir eine Bodentemperatur von 26, 27 Grad, dann leidet das Tier, entwickelt sich nicht so gut und deswegen ganz wichtig, beim Einstallen auch mal rechtzeitig vorher die Bodentemperatur kontrollieren mit einem Infrarotthermometer. Mhm. Ganz wichtige Geschichte. Achten die Brütereien übrigens auch sehr drauf. Die Fahrer bringen oft schon einen Boden, ein Temperatur. Messer ein Thermometer mit und kontrollieren die Temperatur und sagen dann direkt, komm, Freundchen, hier ist zu kalt. Wenn nachher die Küken nicht so toll sich entwickeln, dann gib uns nicht die Schuld, sondern das liegt bei dir. Tut eben auch gut, selber ein Thermometer zu haben und zu sagen, nein, hier, mein Thermometer zeigt aber 28 Grad. Da wird auch mal gerne diskutiert und ein bisschen so getrickst. Ja. Ne? Aber da sieht man ja auch so ein bisschen, wie wichtig das dann ist, sag ich mal, die Bodentemperatur, wenn die Brütereien da so drauf puffen. Ja, genau. Ja. Also da gerne drauf achten. Ja, Stall ist natürlich gereinigt und desinfiziert, ganz, ganz wichtig. Und zwar in allen Ecken und auch in allen Ritzen drin. Schöner alter Spruch, auf Deutsch gesagt, Scheiße kann man nicht desinfizieren. Das heißt, das muss wirklich porentief rein und gereinigt sein. Einstreu, wiederholen wir auch vom letzten Mal, in der Regel Strohgranulat, Torf gibt es auch. Sehr verbreitet war bis vor ein paar Jahren noch die Hobespäne, auch die gibt es heute noch teilweise, aber sind eigentlich zum ersten Einstallen, für die erste Einstreu nicht mehr so üblich. Die werden wohl zum Nachstreuen benutzt. Genau. Denn die nehmen natürlich nicht so schön Flüssigkeit auf wie eben Strohgranulat. Und es ist wichtig, dass sie auch Flüssigkeit aufnehmen, damit der Einstreu schön trocken bleibt. Dann bringen wir das Futter auf Kükenpapier aus. Da werden so lange Bahnen durch den Stall gerollt, weil die Tiere nicht am Anfang sofort an die Schalen kommen wollen, weil es etwas schwer ist. Es ist ganz wichtig, dass die Tiere so schnell wie möglich Wasser und Futter aufnehmen können. Sie können sich zwar noch 1 bis 2 bis 3 Tage aus dem Dottersack ernähren. Ja? Jedes Küken hat einen Dottersack in sich, aus dem es die Nährstoffe erstmal aus dem Ei mit rübernimmt und sich davon noch ernähren kann. Aber wir wollen ja auch, dass die Tiere gut und schnell wachsen und den Start sehr, sehr leicht haben. Deswegen bringen wir das Futter am Anfang auf langen Papierbahnen aus. Die Tiere werden in den Stall reingebracht, haben wir auch im Film letztes Mal gesehen und können sofort an das Futter ran. Wasser soll auch sofort da sein. Frisch, aber nicht zu kühl. Ich habe gerade gesprochen, oder gerade erzählt, dass die Körpertemperatur 40,5 Grad hat und das Küken diese Temperatur nicht von selber halten kann. Kommt es jetzt in den Stall, hat einen großen Durst und trinkt gerne, und das tun die ja auch sofort, und trinkt dann sehr kaltes Wasser, dann wird es erstmal runtergekühlt. Das heißt, diese paar Tropfen Wasser kühlen das Küken schon runter. Deswegen nicht zu altes Wasser, da können sich Keime bilden, aber 4 Stunden vorher, bevor die Küken in den Stall kommen, soll das Wasser nochmal getauscht werden, frisches Wasser drin sein, es kann sich dann leicht anwärmen und dann haben wir eigentlich auch eine ganz gute Bedingung. Ja, geimpfte Küken ist so selbstverständlich. Soll man immer darauf achten, dass die Küken alle Impfungen in der Brüterei bekommen haben. Ja, das solltet ihr euch merken, wenn ihr darüber in der Prüfung sprecht. Jetzt aber ein Thema, was mir sehr wichtig ist, was wir letztes Mal nicht besprochen haben, die Getreidebeifütterung. Ihr habt sicher schon registriert, wenn ihr auf einem Lehrbetrieb seid, der Geflügelmast macht, dass nach einigen Tagen in der Mast auch schon ganze Weizenkörner beigefüttert werden. Das ist jetzt der Effekt, den wir wo wir diese kleinen Steinchen ersetzen, die das Tier sonst in der Natur nimmt. Wir bringen also ganze harte Körner in den Kopf rein.
die auch nicht so schnell aufgelöst werden wie ein Futterpellet und die dann dem Muskelmagen helfen, die ihn anregen, seine Muskelbewegung auszuführen und so den Futterbrei eben auch noch weiter zu zermahlen. Durch diese Anregung, die der Muskelmagen durch die ganzen Weizenkörner erfährt, vergrößern sich auch die Muskeln. Das ist wie Training, ja? Wie wenn ihr eure Muskeln trainiert, so wird auch der Muskelmagen größer. Und im Endeffekt wird durch die bessere Verdauung, die Einstreu trockener, das Wohlbefinden der Tiere sehr viel besser. Und das ist eben der Sinn der Getreide, der Weizenbeifütterung. Das kann aber dann mal dazu kommen, dass die Tiere dann sortieren. Sprich, entweder den Pellet picken oder nur das Weizenkorn picken. Und das andere Teil eben dann auch aus dem Napf sogar rausschmeißen. Dann ist es ganz wichtig, dass wir reagieren. Denn wir wollen natürlich keine Sortierung haben, weil ja das Weizenkorn, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mehr Stärke enthält und weniger Rohprotein. Der Pellet also als Ausgleich mehr Rohprotein enthält. Beides zusammen soll im Tier landen und nicht nur ein Teil von beiden. Dann habe ich entweder eine Stärkeüberfütterung und eine Proteinunterversorgung oder umgekehrt. Wenn die Tiere also sortieren, dann können wir mit verschiedenen Elementen reagieren. Zum einen mit dem Licht, ja, denn Tiere reagieren sehr empfindlich auf Lichtunterschiede und können dann anders, also deutlich als wir sogar unterscheiden, ist das der Pellet dunkler, ist das Weizenkorn heller, dann entscheiden sie sich für das, was ihnen angenehmer ist. Also regle ich das Licht so, dass die Unterschiede dem Tier nicht so auffallen. Also wenn ich zum Beispiel es viel zu hell habe, kann ich etwas dunkler regeln, habe ich es zu dunkel, etwas heller regeln. Das zweite ist die Pellethärte. Es ist wichtig, einen guten Pellet zu haben, damit eben Weizenkorn und Pellet nicht groß unterschiedlich sind. Der Pellet wird nachher wohl im Kopf schneller auseinandergesetzt. Da ist er ist ja im Endeffekt weicher, aber beim Gefühl, beim Schnabel, sollten beide noch ungefähr die gleiche Härte haben oder sich hart anfühlen. Ja, und dann ist auch wichtig, die Schalen regelmäßig leer fressen zu lassen. Ja? Ja. Damit auch die mehligeren Bestandteile mal weggefressen werden und dann wird wieder nachgefüttert. Also einmal am Tag sollten die Schalen auch gerne geleert werden. Das so im Schnelldurchlauf. Dann möchte ich gerne mal eben auf den Muskelmagen eingehen. Ich habe gerade erzählt, dass der Muskelmagen sehr wichtig ist und dass wir ihn möglichst trainieren wollen. Hier zeige ich mal ein Foto, das ich mir, hier steht Foto Dr. Dammer, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Quelle habe. Ich hoffe, es reicht so. Wurde mir aber zur Verfügung gestellt. Hier kann man mal sehen, wie Mägen sich entwickeln. Ihr seht rechts Mägen, die mehr Weizenfütterung in verschiedenen Graden erhalten haben und links eben Mägen, die etwas weniger erhalten haben. Ihr seht schon diese Größenunterschiede. Das sieht er vielleicht nicht so viel aus, aber für einen Vogel, für einen Huhn, das ja auch nicht so groß ist, ist das schon eine ganze Menge. Ich habe also mit der Weizenbeifütterung ein höheres Muskelmagengewicht. Ich habe dann später eine bessere Futterverwertung durch einen besseren Nährstoffaufschluss. Ich habe es gerade erzählt, wird zermahlen, besser verwertet. Ich habe auch ein besseres Wasser-Futter-Verhältnis. Ja? Weil ich eben durch die Zermahlung einfach weniger Wasser brauche, um das einzuweichen. Ich habe eine bessere Vermahlung im Magen schon, brauche das Ganze nicht mehr einzuweichen. Das Tier nimmt weniger Wasser auf. Dadurch eben im Endeffekt auch eine bessere Einstreuqualität. Ich hau mal sehr schnell durch gerade. Was vielleicht auch noch so ein kleiner Faktor ist, ist ja, Hähnchen werden immer noch lebend verkauft oder so. Ja. Einfach durch den höheren Muskelmagengewicht hast du auch ein höheres Lebendgewicht und ist einfach wieder Geld im Portemonnaie. So, guck mal, du bist ja hier ja. Kaufmann. Guck mal, ja, Kaufmann. So. Ja, genau. Also, ganz wichtig, auch das macht. Ja. Klar, du. Hier sieht man zum Beispiel mal das Gewicht vom Muskelmagen. Habe ich bei einem fein vermahlenen Futter in dem Versuch nur ein Muskelmagengewicht von 3,95 Gramm. Ja, habe ich das richtig? Ja, Gewicht, Muskelmagen. In Prozent vom Körpergewicht. Habe ich also da bei einem fein vermahlenen Futter, ihr seht es links oben, nur 3,95% vom Körpergewicht beim Muskelmagen. Bei einem mittleren Futter 5,5. Beim groben wird es wieder komischerweise etwas leichter, aber eben auch in einem hohen Bereich. Und ich habe den Inhalt. Der Inhalt ist, je grober das Futter ist, desto größer der Inhalt des Muskelmagens. Ich will ja auch viel Futteraufnahme haben. Dünndarmgewicht, ja, darauf hat es dann keinen großen Einfluss. Da ist sogar das vom vom Mehlfutter etwas größer. Aber wichtig ist mir eben das Gewicht und der Inhalt des Muskelmagens. Da ist ein deutlicher Unterschied. Je grober, desto vorteilhafter für uns. Und der pH-Wert. Ganz, ganz wichtig. Ich habe vorhin erzählt, dass es wichtig ist, einen niedrigen pH-Wert zu haben. Dann werden Bakterien abgetötet. Dann können also Krankheitskeime auch abgetötet werden, im Magen schon.
und ich habe eine bessere Verdauung. Und da ist eben bei einem, je größer der Muskelmagen ist, desto niedriger der pH-Wert, ist eindeutig von Vorteil. Also das ist der größte Vorteil, den ein großer Muskelmagen hat. Ja, ja, hier sieht man es mal schön. So, und noch eben hier die letzte Folie. Ich mache heute mal schnell Durchlauf, aber wir haben eine Menge vor noch gleich. Ganz wichtig ist, dass wir den Stall trocken behalten. Und wenn ich durch eine gute Muskelmagenarbeit, durch eine feine Zermahlung, durch ein gutes Management den Wasserverbrauch vom Tier senken kann, das Tier muss sich immer wohlfühlen, aber das Tier entscheidet ja selber, mit welchem Wasserverbrauch fühle ich mich wohl, dann hat das gewaltige Auswirkungen. Wir haben mal so ein schönes Beispiel gerechnet hier. Wir nehmen mal ein Gewicht von ein Alter von 21 Tagen als Maßstab. Dann haben wir ungefähr 110 Gramm Futteraufnahme am Tag. Das macht bei 30.000 Tieren, ein typischer Stall, etwas kleinerer Stall, macht das 3,3 Tonnen, also 3.300 Kilogramm am Tag Futteraufnahme. Habe ich ein Futter-Wasser-Verhältnis von 1 zu 1,6, also 1,6 Liter Wasser auf 1 Kilogramm Futter, ja, dann sind das bei der Tierzahl 5.280 Liter Wasser, die so ein Stall am Tag aufnimmt. 1,6 ist ein schönes Verhältnis. Ja. Sehr viel niedriger kriege ich es gar nicht. Das ist ein wunderbares Verhältnis. Erhöhe ich das Futterwasserverhältnis auf 1 zu 1,9, was schnell passieren kann, das ist nicht unnormal. Also 1 zu 2 ist sonst durchaus normal ja. in der Natur. Nicht? Dann habe ich auf einen Schlag fast 1000 Liter Wasser mehr, nämlich 6270 Liter Wasser in diesem Stall. Da muss ich also jeden Tag 1000 Liter Wasser mehr aus dem Stall rauslüften. Stellt euch mal einen großen IBC-Container von 1000 Liter Inhalt vor, dann wisst ihr, was da an dem Tag mehr durch Luft rausgezogen werden muss. Also ihr könnt quasi davon ausgehen, dass ihr bei diesem Futter-Wasser-Verhältnis von 1 zu 1,9 einen IBC-Container von 1000 Liter Wasser in den Stall reinkippt. Wahnsinn. Die kippt ihr einfach rein. Ja. Das macht sich bemerkbar, nicht? Da seht ihr schon, wie super wichtig es ist, das Wasser-Futter-Verhältnis niedrig zu halten durch eine gezielte, gute Fütterung. Denn das ist jetzt die Bilanz von einem Tag. Ja? Mach ich das Ganze mal über 15 Tage hinweg, dann wisst ihr aber, dass ihr 50.000 Liter Wasser da rauslüften müsst. Und das kriegt ihr nicht raus. Das bleibt sich im Mist dann auch bemerkbar. Und was passiert, wenn wir den Mist zu feucht halten? Seht ihr hier, die Fußballengesundheit leidet. Wir haben hier mal zwei Extreme. Einmal links einen wunderbaren gesunden Fuß, wie er von Schlachtereien auch verlangt wird. Rechts ein, ja, das ist schon eine deutliche Läsion. Das ist nicht schön, nicht? Da werdet ihr auch für angezählt. Das Veterinäramt zählt euch auch an. Ihr werdet auch damit Maßnahmen belegt. Zu Recht auch sicher. Das Tier muss sich wohlfühlen, nicht? Ganz klar. Die Schlachtereien sind verpflichtet, diese Fußballläsionen zu melden, den Grad der Fußballläsionen zu melden. Und hier sieht man nochmal den Score 1. Also wir haben gerade, ich gehe mal zurück, dieses Bild links hier ist Score 0, wunderbarer glatter Fuß, wie so ein Babypopo, nicht? Hier ist schon eine leichte Schädigung, Score 1. Und hier kommen jetzt mal, hier ist Score 0, dann Score 1. Und so geht's weiter, hier ist Score 2, ja? Da seht ihr mal die Unterschiede. Danach wird in den Schlachtereien auch gescored, also untersucht, unterschieden. Und dann wird das Verhältnis zusammengerechnet, wie viele Anteile ihr von welchem Score habt. Und danach wird eine Punktzahl vergeben. Es gibt noch andere Systeme. Nee, komme ich gleich zu. So, zurück hier was. Das ist also, bei je nasser die Einstreu wird, desto schwieriger wird es, die Fußballen gesund zu haben. Es gibt auch Ställe, die durchaus stabil bleiben. Wenn nämlich der Ammoniakgehalt im Kot nicht zu hoch wird, genau. Hat auch mit der Eiweißfütterung zu tun. Ammoniak gleich Eiweißausstoß. Nicht zu eiweißreich füttern, das ist dann auch eine Folge. Aber wir müssen es eben sauber halten und den Kot trocken halten. Ich habe hier mal ein paar Bilder von gutem Kot zum schlechten Kot. Das ist auch ein wunderbarer Kot hier, den haben wir gerne so. Schön geformt, lässt sich formen. Leichter Eiweißüberzug, aber schön trocken, schön dunkel. Ich nehme gerne einen Kot in Hand. Da kann man sich Handschuhe für überziehen, kein Thema. Soll man sogar offiziell nach Hygiene regeln. Mache ich nicht immer, gebe ich auch zu. Darf meine Frau gar nicht wissen. Aber ich mache hast dich ja heute gewaschen. Also, heute habe ich ja gewaschen, genau. Und so einen Kot wollen wir gerne haben. Das hier ist schon, Tacken schlechter, noch geformt, also noch formbar, ist schon nicht schlecht, aber etwas heller, das seht ihr, hier ist die Passagerate durch den Körper schneller gelaufen, die Verdauung war nicht mehr so super effizient, ja,
Und hier sehen wir einen leichten rosa Touch und sehr einen höheren Eiweißüberzug. Diesen weißen Überzug da ist, das ist reines Eiweiß. Das ist dann schon einen Tick zu viel. Dann haben wir also nicht mehr das Eiweiß entweder nicht gut ausgenutzt oder haben zu viel gefüttert und dadurch ist der Brei auch weicher geworden. Ja. Zu viel Eiweiß im Darm, was nicht genutzt wird, ist natürlich auch ein idealer Nährboden für Koli und andere Bakterien. Nicht? Ja. So, und das hier ist dann natürlich das, was wir gar nicht haben wollen. So ein richtig schöner blöder Schiss. Nicht? Ja. Auch rote Bestandteile drin. Wenn ihr rote Bestandteile entdeckt, nicht gleich verzweifeln. Das kann ganz normale Darmabschilferung sein. Der Darm regeneriert sich auch von Zeit zu Zeit und alte Darmzellen werden ausgestoßen. Aber habe ich dann einen zu roten Darm, dann ist das auch ein Zeichen für eine Kokzidiose, eine Darmkrankheit. Ja. Und dann müsst ihr reagieren. Dann muss der Tierarzt eingreifen. Ne? Das mal eben ganz wichtig. Sieht zwar so belanglos aus, wir reden hier über Scheiße, aber Scheiße ist wichtig. Daran erkennt ihr, wie gesund das Tier ist, ob ihr alles richtig macht oder ob ihr eingreifen müsst. Jo, die Zeit schreitet voran. Dann hier fliege ich drüber weg. Hier ist mal so eine, wie die Leistung heute aussehen. Also an welchem Tag die Tiere welches Gewicht haben und welche Futterwerte, das könnt ihr euch mal zu Hause in Ruhe angucken. Die Folien vom letzten Mal sind heute übrigens noch nicht gespeichert. Das machen wir morgen in einmal. Da gab es ein paar technische Schwierigkeiten. Und das nochmal als letztes Bild von mir zu dem Thema, was für einen Fortschritt wir gehabt haben. Ein Zuchtfortschritt von 1957 bis 2001. Und dass da welchen Einfluss die Futterrationen darauf haben oder auch nicht haben. Da haben wir mal das linke Tier ist jeweils ein Tier, eine Linie von 1957 und rechts eine Linie von 2001, also auch schon etwas älter. Heute ist ja dann sind die noch etwas dicker. Da sieht man mal, wie der Zuchtfortschritt gelaufen ist, der genetische Fortschritt. Und dann sieht man unten auch, wenn wir die Ration von 1957 nehmen und die Ration, die man 2001 verwendet hat, die Futterration. Bei der Zuchtlinie, die 1957 war, die man heute ja auch noch erhalten hat, da kann man ja Tests mitfahren, da haben wir schon 50 Gramm mehr nur durch den durch das Futter, was wir heute verwenden oder was wir 2001 verwendet haben. Ihr seht da in der mittleren Zeile Futterration von 1957 gab 591 Gramm Körpergewicht. Futterration bei derselben Genetik von 2001 gab 640 Gramm Körpergewicht. Also 50 Gramm Futtervortritt. Ja? Die Futterwertung von 2,28 auf 2,05 runter. Brustfleischanteil fast gleich geblieben. Das ist also der Futterfortschritt, den wir hatten. Ihr seht aber jetzt auch mal, wenn wir die Genetik von 2001 nehmen und nehmen dann die Futterration von 1957, wie die damals gemischt worden ist, da hatten wir ein Körpergewicht von 2270 Gramm. Nehmen wir bei der modernen Genetik die Ration, die wir heute verwenden, sprich 2001, auch länger her, dann haben wir also, ja, gute, ich rechne gerade mal schnell, 630 Gramm mehr, die wir allein durch die Genetik mehr an Fleisch gewonnen haben. Und die Futterwertung, ganz, ganz wichtig, geht runter auf 1,58 von damals 1,88. Wir haben heute noch bessere Futterwertungen. Das war jetzt mal Zeiten von 2001. Ja. Nur mal zu demonstrieren, wie es gelaufen ist. Und vor allem der Brustfleischanteil ist ordentlich höher geworden auf 19,5. Und das ist jetzt, das sieht so nach Intensivmast aus. Und unsere Kritiker, die vielleicht auch gerade zu gucken, werfen uns immer vor, ihr bösen, bösen Leute, ihr züchtet immer intensivere Tiere. Wenn wir Fleisch essen wollen, das wollen wir, ich will zum Beispiel Fleisch essen. Ich auf jeden Fall auch. Ja? Dann ist es umweltfreundlich, intensive wachsende Rassen zu nehmen. Denn wir haben eine geringere Futterverwertung. Ja. Und für jedes Kilogramm Futter, was wir weniger brauchen, muss weniger Soja angebaut werden, muss weniger Ackerfläche verbraucht werden weltweit. Also Umweltschutz, wenn wir Fleisch essen wollen, ich will es. Und vor allem, wir können in Deutschland diskutieren, wie wir wollen. Weltweit wollen die Menschen es, die werden mehr essen. Umweltschutz bedeutet eben so lange auch, intensiv zu arbeiten und intensiv zu produzieren. Wir haben dadurch weniger Ackerverbrauch, ganz klar. Ja, also das ist immer das Argument, was ihr auch für euch mal verwenden müsst, wenn ihr in Diskussionen kommt mit Leuten, die gegen unsere Branche sind. Finde ich wichtig. Ja, das war so ein Schnelldurchlauf. Hierzu kommen wir später. Dann würde ich sagen, wir werden noch auf die Legehennenhaltung intensiv eingehen in einer späteren Stunde. Wir haben schon wieder mehr Zeit verbraucht. Wir gehen mal ganz schnell rüber, lüften den Kopf durch und gehen ganz schnell rüber zu Martin Kock nach Lohne und gucken mal, Martin ist faul geworden, glaube ich. Martin, der laufen tut gar nicht mehr selber, ne? Ja, habe ich letztens auch schon mal gedacht. Ja, mal gucken, was Martin so macht. Ich habe gehört, der macht nicht mehr viel selber, der lässt jetzt laufen.
Liebe Kollegen im Studio, liebe Zuschauer zu Hause, jetzt haben wir sonntags nachmittags. Ich sitze hier auf dem Pferd, das ist Filia, die bei uns wohnt und die jetzt schon wieder losläuft. Heute ist sonntags nachmittags, ist Hobbytag und jetzt sitze ich gerade auf dem Hobby von meiner Frau auf dem Pferd, was ich sonst eigentlich nicht tue. Aber da ich mal wieder auf dem Acker will und Pferde doch deutlich geländegängiger sind wie ich zu Fuß, habe ich dieses Transportmittel heute gewählt. Und jetzt geht's auf dem Acker. Bis gleich. So, Filia steht wieder im Stall und ich auf dem Acker. Zu viel geregnet hat es ja in letzter Zeit doch noch nicht und dementsprechend kann ich ganz gut hier auch zu Fuß hinlaufen. Jetzt will ich gleich den pH-Wert im Boden messen. Dazu mache ich mir natürlich Gedanken oder will auch wissen, was bedeutet eigentlich den pH-Wert messen. Regelmäßig wird bei Bodenuntersuchungen für die Landwirtschaft immer der pH-Wert gemessen. Alle paar Jahre müssen Bodenuntersuchungen gemacht werden. Der pH-Wert, der spiegelt oder der sagt uns was über den Säuregrad im Boden, also über die Versauerung. Wodurch entsteht Versauerung im Boden? Wir haben natürlich äußere Einflüsse, wie zum Beispiel sauren Regen. Wir haben aber natürlich auch die Vegetation an Wurzelenden, sind auch Säureausscheidungen, die Nährstoffe verfügbar machen, Pflanzen verfügbar machen, aber die eben auch den Boden versauern. Und die Umsetzung von Ernterückständen bringt auch eine Bodenversauerung. Dazu haben wir aber auch in der Landwirtschaft natürlich ständig mit Düngern zu tun. Wir dürfen ja noch, Gott sei Dank, ein bisschen düngen. Und dazu ist auch an einem Beispiel am Stickstoffdünger, will ich gerne mal eben sagen, was für unterschiedliche Dünger und unterschiedliche Kalkwerte der Dünger es gibt. Wir haben zum Beispiel einen Stickstoffdünger, der nennt sich schwefelsaures Ammoniak. Der hat Stickstoff, 21% Stickstoff und 23% Schwefel. Der hat eine sehr hohe Versauerung, der hat also einen Kalkzehrwert von 299 Kilo, also 300 Kilo CaO werden durch diesen Dünger entzogen. Beim Kalkammonsalpeter, auch ein gängiger Stickstoffdünger mit 27% Stickstoff und noch 4% Magnesium, da habe ich einen Kalkzehrwert von 55 Kilo. Ein Kalksalpeter, der nicht mehr landläufig zur Verfügung steht, der eigentlich sehr wenig genutzt wird oder genommen wird, hätten wir einen Kalkzehrwert im Positiven von 80 Kilo. Also wir bringen eigentlich 80 Kilo Kalkwert mit in den Boden rein. Und der Stickstoffdünger, der am meisten Kalkwert in den Boden reinbringen würde oder auch bringt, ist Kalkstickstoff. Kalkstickstoff hat einen positiven Kalkwert von 170 Kilo Kalk. Immer gerechnet pro 100 Kilo rein Stickstoffdüngung pro Hektar oder ja, pro 100 Kilo Stickstoffdüngung. So. Das zum pH-Wert. Aber der pH-Wert bei uns in den Böden, wir haben ja sandige Böden, da brauchen wir eigentlich einen pH-Wert von ca. 5 bis 5,5. Je weiter der runter geht, umso mehr Nährstoffe lege ich fest. Das heißt, wenn ich jetzt einen pH-Wert von 4,5 hätte und 5,5 anstrebe, dann hat der Boden den zehnfachen Säuregehalt wie bei der besseren Stufe. Und noch eine Stufe runter, bei 3,5, wären wir beim hundertfachen Säuregehalt. Also das ist schon exponentiell höher. Je Stufe mehr, verzehnfacht sich der Säuregehalt. Wenn wir hohe Säuregehalte haben, also wenn wir einen pH-Wert unter 5 haben oder schlechtestenfalls Richtung 4, legen wir uns damit sehr viele Nährstoffe fest. Wir haben sehr viel Phosphat zum Beispiel, was uns auch in der Düngung ja fehlt, was für das Wurzelwachstum da ist, haben wir im Boden da. Aber wenn wir es durch einen nicht ideal eingestellten pH-Wert festlegen, müssen wir theoretisch mehr wasserlösliches Phosphat düngen. Das dürfen wir wieder nicht. Umso wichtiger ist es eben, dass wir den pH-Wert im Boden wieder ideal einstellen. Dazu wollen wir jetzt gleich mal messen, wie bei uns der pH-Wert aussieht. Und das machen wir hier auf dem Acker. Ja, wir machen gerade Zeitplanung hier, wie es gerade noch weitergeht. Ja, danke Martin. Wieder mal hoch des Hand. Und da er noch reiten kann. Also, ja. Martin, Wahnsinn. Komm, du, der kann alles. Ne? Ja.
Gut, ja, schönen Gruß auch ans Pferd. Danke fürs Mitmachen, ans Pferd. So, ich will aber noch ganz kurz dann eben auf das eingehen, was Martin erzählt hat. Er hat mich gebeten, noch ein paar Folien zu erläutern. Das mache ich eben, dazu gehe ich eben rüber zu dem tollen Teleprompter hier. Ich gehe mal rüber, Marc, ne? Ja, dann gehe ich jetzt hier rüber zum... Geil. Lass euch und gehe zum Teleprompter. So, in den letzten zwei Beiträgen habt ihr von mir schon gehört, dass es wichtig ist, mit Zwischenfrüchten zu arbeiten. Dass es so, ich wäre dann da. Ja. Hallo. So, dann gehen wir jetzt mal eben ganz schnell noch durch ein paar Folien durch. Diese hier übergehe ich, weil die Zeit ein bisschen drängt. Da werden wir nochmal genauer darauf einkommen. Also wir werden noch mehr über den Boden reden. Aber um das eben zu ergänzen, was Martin gerade erzählt hat, gehe ich noch auf diese Folie kurz ein. Das hier. Hier seht ihr mal die verschiedenen die pH-Bereiche, die Martin gerade erläutert hat. Er hat ja gerade erzählt, was pH-Wert bedeutet. Auch das werden wir nochmal intensiver machen. Also heute ist der Kopf ein bisschen zu voll dafür. Aber links seht ihr hier den saure pH-Bereich, rechts den basischen. Und da seht ihr mal, wie die verschiedenen Nährstoffe in welchem pH-Bereich eben auch gut wirken. Je dünner der farbige Balken ist, desto schlechter wirken die Nährstoffe, können übernommen werden in die Pflanze. Und je dicker der Balken ist, desto besser werden sie übernommen. Und da seht ihr mal für die verschiedenen Nährstoffe hier auch aufgeführt, wo sie am besten wirken. Oben fangen wir Stickstoff an, da seht ihr also ungefähr ab 5,5. Dann wird es interessanter, bei 5 geht es schon los, dass die Stickstoff besser umgewandelt werden kann für die Pflanze. Und wir haben eben dann ab 6 eigentlich die höchste Ausnutzung. Höher wird es dann auch nicht mehr. Und beim Phosphat geht es auch ab pH-Wert 6 überhaupt erst interessant los. Vorher wird es ja nur ein bisschen besser aufgenommen, wenn der pH-Wert höher ist. Aber ab dem Bereich von 6 und idealerweise ab 6,5 ist der Phosphor am besten verfügbar. Und dann haben wir als nächstes den Kalk. Ja, Kali, nicht Kalk. Kali, der blaue Streifen. Der ist relativ tolerant. Der geht auch schon bei 5,5 wieder in einen guten Bereich rein, aber auch hier der Idealbereich ab pH-Wert 6. Ja? Und dann kommen die Spurenährstoffe wie Magnesium, Schwefel und so weiter und eben auch das Magnesium idealerweise schon beim höheren pH-Wert, idealerweise hier ab 7, ja? Also für die Magnesiumaufnahme ein hoher pH-Wert, Schwefel auch ab 6 und so seht ihr schon, für fast alle Nährstoffe, vor allem die Makronährstoffe, ist der pH-Wert wichtig, wenn er umso höher ist. Ja? So, dann die Spurennährstoffe. Die werden teilweise dann wie Eisen und Mangan, die können auch einen niedrigen pH-Wert vertragen. Aber interessante Folie, das ist eben ganz gut hier dargestellt. Man sieht daran sehr schön, wie wichtig es ist, den pH-Wert auf einen Bereich ab 5,5 bis 7 einzustellen. Je nach Zustandsstufe, je nach Bodenart. Dazu kommen wir später nochmal. Jetzt wird es etwas kompliziert. Ihr müsst jetzt keine Einzelzahl erkennen können. Keine Angst. Aber ich nehme mal hier die Maus zur Hilfe. Sieht man hier? Ja, wunderschön. Hier ist mal sehr schön dargestellt, wie verschiedene Böden reagieren mit einem niedrigen Humusgehalt, einem mittleren Humusgehalt und einem hohen Humusgehalt. Wir haben hier in der Regel hier diesen Bereich zwischen niedrigem und mittlerem Humusgehalt. Es sei denn, im Moor, da ist er sehr hoch. Und ihr seht an den Farben, wie die pH-Wertklassen sind. Rot ist natürlich ein sehr, sehr niedriger pH-Wert. Orange, ein mittlerer C, ist ein idealer pH-Wert. Und D, ein stark, ein hoher pH-Wert. Und jetzt kommt es darauf an, wie reagieren wir auf die verschiedenen Bodenzustandsstufen vom pH-Wert. Wir gleichen natürlich mit Kalk aus. Also Kurzform, einen pH-Wert heben wir mit Kalkung an. Und wenn ihr hier mal seht, im mittleren Bereich, ich habe hier einen im Orange-Bereich, im B-Bereich, ich habe hier einen normalen Boden, wie bei uns üblich ist. Hier oben seht ihr, dass wir Kalkdüngungsempfehlungen hier haben für 4 Jahre. Und hier steht dann zum Beispiel, wo die Maus gerade ist, hier haben wir dann 10, wir brauchen 10 Doppelzentner. Die 10 steht für Doppelzentner, hier oben ist es genannt. Ja, in Doppelzentner, da, Entschuldigung, hier ist ein Doppelzentner. Wir brauchen 10 Doppelzentner innerhalb von 4 Jahren reines CaO. CaO ist die pflanzenverfügbare Form. Also wir brauchen reines CaO, 10 Doppelzentner in 4 Jahren. 10 Doppelzentner ist eine Tonne. Ja, da hört sich erstmal wenig an. Ihr müsst aber wissen, dass CaO in dem bei uns üblichen kohlensauren Kalk
nur zu 52% enthalten ist. Das heißt, wir müssen die doppelte Menge an Kohlensäure und Kalk ausbringen, um diese 10 Doppelzentner zu erreichen innerhalb von 4 Jahren. Das sind ja schon 2 Tonnen. Und wie gesagt, der Boden ist hier eigentlich in einer ganz guten Zustandsstufe schon. Nicht? Der ist schon dicht bei Grün dran. Je saurer der Boden ist, desto höher steigt das. Und haben wir hier bei unserem Böden hier zum Beispiel ein im sandigen Lehm hier, oder lehmigen Sand, ein etwas niedrigen pH-Wert, also mit Orange, dann brauchen wir hier schon, hier sehe ich gerade die 28 Doppelzentner reines CaO, das verdoppeln wir, dann sind wir bei 56 Doppelzentner in 4 Jahren, der Kohlensäurekalk, ja, die Ausführungsmenge, das sind 5,6 Tonnen. Und der Boden ist noch gar nicht mehr so schlecht. Da seht ihr also, warum man sagt, wir haben alle paar Jahre eine Erhaltungskalkung nötig, denn es wird ja nicht nur, es ist ja nicht so, bleibt ja nicht statisch gleich, der Boden verbraucht auch Kalk. Also hier ist mal so dargestellt, welche Kalkmengen man bringen muss, um den Boden so zu erhalten. Dazu kommt der Erzug. Faustzahl ist also 2 bis 3 Tonnen bei uns in der Gegend pro Jahr sollte man an Kalkdünger, also an Kohlensäure und Kalk ausbringen. Da gibt es verschiedene Dünger und hier ist nochmal, hier sind dann verschiedene Dünger genannt, Kalkdünger, mit denen ich den Boden puffern kann. Und hier ist sehr schön dargestellt die Wirkungsgeschwindigkeit. Habe ich also einen schweren Boden, einen mittleren Boden oder einen leichten Boden, dann muss ich verschiedene Kalke verwenden. Es ist so, dass die Pufferkapazität, das ist die Fähigkeit des Bodens, Säuren aufzufangen, also die Säuren abzufuhren auf einen neutralen Bereich, die ist bei Böden unterschiedlich. So, in den letzten 2 Beiträgen habt ihr von mir schon gehört, Boden, dann habe ich mehr Bindungsstellen, für die Wasserstoffionen und brauche nicht so viel zu kalken, habe ich einen sehr schweren Boden mit wenigen Sauerstoffanteil, dann habe ich eben muss ich einen sehr schnell wirkenden Kalk bringen. Und das sieht man hier sehr gut. Hier ist die abnehmende Wirkung. Ein schneller Kalk wäre zum Beispiel ein Brandkalk, ja? Oder das sind Mischkalke. Die haben eine hohe Wirkungsgeschwindigkeit. Die darf ich nur auf schweren Böden bringen. Bringe ich so einen Kalk auf einem leichten Böden, dann habe ich eine zu schnelle Wirkungsgeschwindigkeit und dann habe ich eben eine zu extreme pH-Reaktion, zu schnell nach oben. Deswegen ist für unsere Böden eigentlich ein kohlensauer Kalk das Ideale, wird auch bei uns so gehandelt. Der hat, wie gesagt, 52% reines CaO und ist eigentlich der ideale Kalk, den wir zum Beispiel jetzt auch ausbringen können. Jetzt oder im zeitigen Frühjahr, nicht? Jetzt ist die Zeit oder im Frühjahr ist die Zeit, um Böden zu kalken. Ausgewaschen wird das nicht. Und die kielsauren Kalke kommen bei uns in der Gegend eigentlich nicht so vor. Die sind sehr niedrig in der Wirkungsgeschwindigkeit. Die sind für sehr, sehr leichte Böden. Das im Schnelldurchlauf zum Merken schon mal zum pH-Wert. Ich habe viel Zeit verbraucht und viel schnell erzählt. Wir werden auf die einzelnen Themen garantiert noch genauer eingehen, wenn unser Kollege Gerrit Kohnen zum Beispiel mal auch die Düngung behandelt. Wir stoppen jetzt hier und gehen mal rüber zu Manuel, der dann beim Boden weitermacht. Boden ist eine interessante Geschichte und erfordert auch ein bisschen Lernen, ist nicht ganz Praxis. Ja, beschäftigen Sie sich jeden Tag mit, aber ist für eure Prüfung enorm wichtig. Manuel, ich übergebe mal an dich. Ja, besten Dank, Heino. Kommst du hin? Ich würde da hinten vorne hinflitzen. Dann komm direkt zu mir rüber. So. Ach ja, wenn ich noch einmal die Kamera haben darf, ich setze mich hier hin, darf ich einmal die Kamera noch haben? Wenn ich hier wieder auftauche. Ja, dankeschön. Das will ich noch kurz vorstellen. Wir haben das, was ich gerade so schnell vorm gesprochen habe, habe ich aus der Düngefibel effizient düngen. Die wird uns netterweise von einer tollen Firma zur Verfügung gestellt. Und das ist Firma Yara, darf ich gerne sagen. Und die haben wir auch bei denen nacherhalten. Wir haben wieder mehrere Exemplare bekommen und geben die gerne euch weiter. Das kann ich wirklich empfehlen. Das ist Düngung wirklich sehr, sehr schön, sehr plastisch erklärt, sehr ausführlich erklärt. Auf dem Niveau, auf dem ihr wirklich auch eure Prüfung haben müsst. Tolles Ding. Alle, die uns schon angeschrieben haben wegen dem Schweinebuch, die Adressen haben wir ja, die kriegen das Ding automatisch geschickt. Wenn alle anderen, die sich interessieren, bitte eben eine WhatsApp schicken oder eine Nachricht schicken an uns. Auch gerne an unsere Adresse zu Hause, info@tiber-kraftfutter ist gut, also ja. info@tiber-kraftfutter oder an meine Telefonnummer eine Nachricht schicken oder bei Tiber einfach anrufen. Adresse eben angeben, schicken wir das Ding gerne raus.
ist wirklich für euch ein ganz tolles Nachschlagewerk, mit dem man sich auch toll vorbereiten kann und fürs Leben auch gebrauchen kann. Bitte eben melden, Adresse, Name angeben, schickt mir gerne raus. Die, die das Schweinebuch noch nicht gekriegt haben, kriegst du dann automatisch auch noch mit. So, Manuel, jetzt. Ja, super, Heino. Ja, ich mache noch eben kurz ein bisschen mit dem Boden weiter. Da würde ich jetzt einfach nur mal eben schnell ein paar Begriffe erklären, die ihr eigentlich für die Prüfung auch braucht. Ja, das sind einfach erstmal ein paar Definitionen. Dann machen wir dann eben ein schönes Video, wo noch eben ein bisschen was zu den Bodenarten erklärt wird. Und ich glaube, dann saust uns auch der Kopf. Ja. Ja, ich fange mal einfach eben an, also eben mal ein paar Begriffe, ja, die euch einfach immer mal wieder ja, vorkommen werden im Bereich Boden und auch generell Ackerbau. Das ist vielleicht mal die Ackerzahl. Ja, das ist eigentlich eine, ja, die wird ermittelt, also mit Klima- und Geländeparametern und ja, ist dann eine korrigierte Bodenzahl. Also ihr kennt wahrscheinlich eher die Bodenzahl, jede Fläche hat ja eine Bodenzahl. Ja. Genau, da haben wir quasi die Definition von der Bodenzahl schon. Also das ist eine relative Größe zur Bewertung der Ertragsleistung von Böden, die auf drei Parametern basieren. Also das ist einmal die Bodenart, dann wird dann noch das geologische Alter und der Entwicklungsgrad des Bodens. Werden da, ja, da gibt es wahrscheinlich eine Formel für Bodenschätzung. Ich glaube, die ist schon uralt. Ich glaube, da kommen wir sofort auch noch zu. Ja, die Sachen, die müsst ihr euch einfach ein bisschen merken. Guckt euch das mal gerne im Nachhinein nochmal an, diese Bodenzahl, Ackerzahlen. Das sind einfach Definitionen, die ihr können müsst. Bodenart ist die Einteilung der Böden nach Korngrößenzusammensetzung der mineralischen Komponenten. Ja, Hauptgruppen der Bodenarten sind eigentlich Sand, Schluff, Ton und Lehm. Das wird euch gleich nochmal ganz schön in einem Video erzählt, wo da die Unterschiede sind. Genau. Ja, die Bodenschätzung, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, das ist eine Methode zur Schätzung der Ertragsfähigkeit von Acker-, Garten- und Grünlandböden. Grundlage der Schätzung ist die Bodenzahl, beziehungsweise die Ackerzahl. Die beruht auf der Reichsbodenschätzung von 1935. Also das ist schon eine ganz alte Kamelle. Da wird sich aber heutzutage immer noch drauf bezogen. Ja, genau. Dann habe ich hier einmal Sand. Also das war ja quasi, wenn wir einmal kurz zurückgehen, das war eine von diesen Bodenarten, sogar von den Hauptgruppen. Die überspringe ich jetzt mal eben kurz, weil er sofort macht Mike uns dann eben ein richtig schönes Video. Aber das einmal, wie ihr hier seht, Sand. Dann haben wir noch Schluff. Und dann haben wir noch Ton und auch noch Lehm. Das könnt ihr euch gerne auch noch in den Folien mal nacharbeiten. Das werde ich euch jetzt nicht alles hier nochmal vorlesen, weil ich glaube, das wird einfach top in dem Video gezeigt. Mike, würdest du das mal einmal anschmeißen? Kennt ihr nun einen winzigen Teil von The Simple Club? Übungsaufgaben, Lösungswege und Spickzettel zum Download. Checkt jetzt ab auf thesimpleclub.de. Moin Leute, das hier ist Sand. Und das hier, das ist Ton. Das sind beides Bodenarten. But what zur Honigtorte ist der Unterschied? Und was für Bodenarten gibt es noch? Mit diesem Video erfahrt ihr's. Okay, fangen wir an. Jeder Boden besteht in seiner Grundstruktur aus mineralischen Körnern. Sieht dann so aus. Aber die Körner können unterschiedlich groß sein. Je nachdem, wie groß die Körner im Boden sind, könnt ihr unterschiedliche Bodenarten unterscheiden. Es gibt drei Hauptbodenarten. Das sind Sand, Schluff und Ton. Sandkörner haben einen Korngrößendurchmesser von 2000 Mikrometern bis 63 Mikrometern. Die sind also höchstens 2 mm groß. Schluff hat eine Größe von 63 bis 2 Mikrometern. Und alles, was kleiner ist als 2 Mikrometer, heißt dann Ton. Tonkörner sind also am kleinsten und Sandkörner am größten. Okay, je nach Größe der Körner kann man also Sand, Schluff und Ton unterteilen. Sand, Schluff und Ton sind dann unsere Hauptbodenarten. Manchmal wird auch noch Lehm dazu gezählt. Das ist ein Gemisch aus etwa gleichen Anteilen von Sand, Schluff und Ton.
Ein Boden mit hauptsächlich Sandanteil heißt dann Sandboden. Und ein Boden mit hauptsächlich Schluffanteil ist ein Schluffboden. Dann gibt's halt noch Tonböden und Lehmböden. Ihr könnt die Bodenarten noch weiter unterteilen. Die vier Hauptbodenarten sind in den meisten Böden ja vermischt. Zum genaueren Unterscheiden gibt's dann Bodenartendiagramme, wo die Abstufungen noch genauer eingeteilt sind. Da wird dann zum Beispiel zwischen tonigem Schluff und sandigem Schluff unterschieden. Toniger Schluff besteht hauptsächlich aus Schluff, hat aber noch einen nennenswerten Tonanteil. Sandiger Schluff hat stattdessen einen etwas größeren Sandanteil. Okay, jetzt wisst ihr, dass es unterschiedliche Bodenarten gibt. Aber jetzt mal ans Eingemachte. In welchen Eigenschaften unterscheiden sich die Bodenarten? Erstmal unterscheiden sich die Bodenarten in ihrer Fähigkeit, Wasser zu speichern. Die ist ganz wichtig. Tonböden speichern Wasser nach dem Regen viel länger als Sandböden. Warum ist das so? Hier haben wir mal einen Boden aus ganz vielen Körnern. Wenn Wasser durch den Boden fließt, haften die Wassertropfen an den Oberflächen der Körner. Sie kleben quasi fest und rutschen nur langsam nach unten. Das heißt übrigens Adhäsion. Je kleiner die Körner sind, desto kleiner sind auch die Zwischenräume zwischen den Körnern. Hier haben wir zum Beispiel einen Tonboden mit kleinen Zwischenräumen und hier einen Sandboden mit großen Zwischenräumen. Beim Sandboden bleibt wegen der großen Zwischenräume nur wenig Wasser an den Sandkörnern hängen. Wenn es also regnet, fließt das Wasser schnell durch den Sand in das Grundwasser. Es kann also nur kurz von den Pflanzen genutzt werden. Beim Tonboden haben die Wassertropfen viel mehr Oberfläche, an der sie festkleben können. Deshalb bleibt das Wasser nach dem Regen länger im Boden gespeichert. Tonböden sind also gute Wasserspeicher. Das Problem ist nur, dass die Adhäsionskräfte bei Tonböden zum Teil so groß sind, dass auch Pflanzenwurzeln das Wasser nicht mehr nutzen können. Das Wasser klebt quasi so fest an den Körnern, dass die Wurzel das Wasser nicht mehr aufnehmen kann. Wasser, das so nicht mehr pflanzenverfügbar ist, heißt übrigens Totwasser. Ton kann also am meisten Wasser speichern, kann aber nicht alles wieder den Pflanzen zur Verfügung stellen. Die Pflanzen bekommen deshalb am meisten Wasser auf Schluffböden. Da fließt das Wasser nicht so schnell in das Grundwasser wie bei Sandböden und es bleibt nutzbar für die Pflanze. Aber auch der Sandboden hat Vorteile. Sandböden trocknen nach dem Regen schneller wieder. Bauern können Felder mit Sandboden also eher wieder mit ihren Traktoren befahren als Schluff- oder Lehmböden. Außerdem ist ein Sandboden besser durchlüftet, Sauerstoff kann also besser durch die Gänge gelangen. Das ist wichtig für manche nützlichen Bodenorganismen und manche chemischen Prozesse im Boden. Halt biologische und chemische Prozesse, wo Sauerstoff gebraucht wird. Eine andere wichtige Eigenschaft von Böden ist die Fähigkeit, Nährstoffe zu speichern. Die ist bei Sand am geringsten und bei Ton am höchsten. Das liegt an den chemischen Strukturen der Tonteilchen. Die sind leicht negativ geladen. Die meisten Pflanzennährstoffe sind positiv geladen, sind also Kationen. Die Kationen werden dann von den negativ geladenen Tonmineralien festgehalten. Mehr dazu könnt ihr im Video zur Bodenbildung nachschauen. Wegen der guten Wasserverfügbarkeit in Kombination mit der Nährstoffspeicherfähigkeit hat Boden mit hohem Schluffanteil insgesamt die beste Bodenfruchtbarkeit. Könnt ihr euch merken. Okay, let's wrap it up. Je nach Korngröße könnt ihr unterschiedliche Bodenarten unterscheiden. Die drei Hauptbodenarten sind Sand, Ton und Schluff. Sie haben unterschiedliche Eigenschaften. Ton kann am meisten Wasser speichern, aber es entsteht Totwasser, das nicht für die Pflanzen verfügbar ist. Die Nährstoffspeicherfähigkeit ist bei Sand am geringsten und bei Ton am höchsten. Insgesamt ist die Bodenfruchtbarkeit bei Schluffböden am besten. Mehr zu Böden findet ihr auf unserer App oder auf unserer Website. Einfach thesimpleclub.de. Bis gleich. Das war gut gemacht, ne? Gerade, ja. Ja, also ich fand auch, also, als schön du mir Video. Das Video heute geschickt hattest, habe ich sofort gesagt, super erklärt. Ja, das. es gibt auch Leute, die können es gut machen. Ja. Du machst auch gut. Du machst da auch können gut. Wir uns auch mal eine Scheibe von abschneiden. Das ist ganz sicher so. Ja, ich will auch gar nicht mehr so ganz viel machen. Ich habe hier nochmal ein Diagramm ist es ja eigentlich, wo ihr mal ganz schön sehen könnt. Haben die ja, glaube ich, gerade auch ganz schön erklärt. Es gibt nicht nur Reinton, Reinschluff und Reinsand. Es gibt da auch eigentlich so Zwischenstufen für. Dafür gibt es dann so eine Grafik, die es ganz schön erklärt. Wann ist es Sand, wann ist es ein sandiger Schluff, wie das von den Bezeichnungen her ist. Genau, zum Beispiel, gucken wir uns mal eine Sache an, wenn wir zum Beispiel einen Sand haben und dann geht der sandige Boden ein bisschen Richtung Ton, dann wäre das zum Beispiel würde das dann ST heißen.
Nehmen ruhig die Maus dann zum Zeigen, oder? Das kann ich gerne machen. Ich glaube, da muss ich hier mal eben einmal Zeigeroption Laserpointer. So, jetzt müsste man das, glaube ich, sehen. Also hier haben wir einmal ST. Das wäre zum Beispiel dann, ja, toniger Sand. Und so haben wir das beim Lehm zum Beispiel, wenn wir hier nochmal, zum Beispiel nehmen wir hier mal LT. Ja, dann sind wir zum Beispiel beim tonigen Lehm. Ja, und so kann man sich das ganz schön, also diese Grafik, die ist eigentlich sehr, zeigt eigentlich sehr einfach, ja, was es da für verschiedene Bodenmöglichkeiten gibt. Und wenn ihr sowas hört, dann könnt ihr es ungefähr ableiten, wo man es einsortieren muss. Genau, die guckt euch gerne mal an. Ich glaube, die ist nie weg, auch für die Prüfung. Und ich glaube, das war es dann so heute schon, ja, so ein bisschen zum Boden. Ich muss respektvoll feststellen, dass du es geschafft hast, den Pointer zu zeigen. Ich habe von der Maus rumgefunden, ich dachte, das sehen alle, aber ich glaube, meine Zahlenerklärerei hat man gar nicht gesehen. Ja. War von zu sehen mit dem Pointer bei mir, ne? Ich weiß es nicht. Ich zeig dir nach, ich gebe dir nachher nochmal einen Grundkurs. Ja, gut. Auf jeden Fall stelle ich gerade fest, dann könnt ihr wahrscheinlich die Folie, die ich erklären wollte, gar nicht gut verstanden haben, weil ich das ja mit dem Zeiger nicht die Zahlen zeigen konnte. Es war heute bis jetzt ein sehr komplexes Thema. Ihr könnt also gerne auch immer wieder bei uns anrufen. Wir rufen dann auch zurück. Es ist ein komplexes Thema mit dem Kalken, mit dem pH-Wert und so weiter. Ja. Wenn ihr da Fragen habt, scheut euch nicht. Es gibt sicher welche bei euch, die das nochmal nachfragen müssen. Wir erklären es euch gerne nochmal am Telefon. In Corona-Zeiten können wir uns leider nicht persönlich treffen, aber wir haben Kollegen wie Gerrit Kohn in der Firma, wie Manuel, wie mich, wie Jens Temm, die euch da auch gerne mal zurückrufen. Ja. Und bitte meldet euch. Dann, was hast du noch vor jetzt? Ja, also ich würde dann hier beim Boden für heute einen Cut machen. Ich glaube, das, wie du schon sagst, ist sehr intensiv. Ja. Dann würden wir nächste Woche mit den Bodenhorizonten weitermachen und noch so ein bisschen Richtung Kation, Anion. Genau. Gute Idee. Dann könnten wir jetzt eigentlich nochmal zu Martin gehen. Richtig, dann haben wir noch ein bisschen vernachlässigt, denn der hat noch seine pH-Probe noch gar nicht zu Ende gebracht. Martin Kock in Lohne. Jawohl. So, jetzt stehe ich hier auf Fläche und will jetzt aber endlich wissen, was für einen pH-Wert wir bei uns im Boden haben. Und dazu zeige ich euch mal unseren Schnelltest oder Schnell-pH-Wert-Bestimmer. Oh, fällt schon auseinander hier. Und zwar haben wir da, na, jetzt passt das jetzt nicht zusammen, muss eigentlich, da ist es. Ja, ich sag mal, das ist ein pH-Wert. Schnelltaster, die kann man auf dem Acker gut verwenden. Hier kommt gleich ein bisschen Erde rein. Dann beträufle ich die Erde mit der Indikatorflüssigkeit. Danach müssen wir 2 bis 3 Minuten warten. Und dann sollte sich die Indikatorflüssigkeit verfärbt haben. Idealerweise im gelben oder orangenen Bereich. Wenn das da ankommt, bin ich gut zufrieden. So, das lege ich erstmal zur Seite. Nimm die Schippe. 10 bis 15 cm. Also wenn wir einmal reinstechen und so was rausnehmen, da purzelt schon alles durch die Gegend, nicht schlimm. So, hier ist Wachstum, da wächst mein Gras, das ist wunderbar. So, dann nehmen wir mal ein bisschen Erde raus. Ganz viel braucht er gar nicht rein. So. Halten das so ein bisschen schief, damit die Indikatorflüssigkeit in der Schale drin bleibt, wo die Erde drin liegt. Beträufeln jetzt. So. Rühren mal ganz vorsichtig mit dem Löffelchen ein bisschen um. Und jetzt harren wir die Dinge, die da kommen werden. So, jetzt ist es 2-3 Minuten her, wie wir die Lösung angesetzt haben. Und jetzt nehme ich das Schälchen mal hoch. Mein Unterteil bleibt sitzen, aber das ist nicht so schlimm. Gieß mal einfach ganz vorsichtig die Indikatorlösung. Ja, ich versuche die mal so ein bisschen mit dem Löffelchen rüber zu ziehen. Denn ansonsten habe ich Angst, dass zu viel Erde mitkommt und ich die Farbe nicht erkennen kann. Ja, man kann erkennen, dass es orange ist. Es kommen zu viele Bodenteilchen mit, aber ich denke, gerade hier im Bereich kann man schon ganz gut erkennen, dass wir im orangenen Bereich sind. Das heißt, irgendwo Richtung 5 sind wir unterwegs.
Ich bin zufrieden. Ich brauche im Moment auf jeden Fall noch keine Nachkalkung machen. Kann das Gras also so wachsen lassen und Filia kann sich auf eine saftige Wiese im nächsten Jahr freuen. So, in den letzten zwei Beiträgen habt ihr von mir schon gehört, dass es wichtig ist, mit Zwischenfrüchten zu arbeiten, dass es wichtig ist, die Bodenstrukturen zu kennen und eventuell zu korrigieren über mechanische Maßnahmen. Und heute habt ihr gehört, dass der pH-Wert auch eben wichtig ist, der Säuregehalt im Boden, dass wir sonst Nährstoffe festlegen. Und wichtig ist auch zu wissen natürlich, was mache ich eigentlich, wenn ich den pH-Wert nicht in Ordnung habe. Dann muss ich eine Kalkung vornehmen, also ich muss Kalk auf den Boden aufbringen, um den pH-Wert anzuheben. Damit hebe ich aber nicht nur den pH-Wert an, sondern mache auch noch was für die Bodenstruktur. Damit kriege ich eine schöne, grifflige, krümelige Bodenstruktur hin, was eben auch wieder gut fürs Pflanzenwachstum ist. Das soll es für heute von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Mittwochabend, eine gute Woche und nächste Woche im Advent sehen wir uns dann wieder, wenn mir was einfällt. Ja, und dass Martin Koch nichts einfällt, davor habe ich gar keine Angst, dem fällt immer was ein. Also da freuen wir uns auch drauf. Ich muss mich entschuldigen, ich habe so ein bisschen die Regie durcheinander gebracht. Das mit Martin hätten wir vielleicht schon früher am Stück bringen sollen, dann wäre es auch leichter verständlich und aufeinander aufbauend gewesen. Aber ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen was zusammen denken können dabei. Ich halte mal hier die Düngefibel jetzt mal dicht in die Kamera rein. Das würden wir euch also auch gerne schicken wollen. Tolles Teil, ich kann mal kurz zeigen. Da ist also jeder Nährstoff sehr schön, sehr exakt erklärt mit dem Mitwirkung auf die Pflanze. Wird hier also mit Grafiken sehr schön die Umsetzung im Boden erklärt für jeden Nährstoff. Wir werden also im Laufe dieses Jahres mit dem Ding auch intensiv arbeiten, denn wenn ihr das Wissen hieraus verinnerlicht habt, und das kann man verinnerlichen, dann habt ihr für eure Prüfung wirklich genug getan und vor allem fürs Leben genug getan. Nicht genug getan, genug fürs Leben hat man nie getan, aber das ist eine wunderbare Grundlage, ein wunderbarer Wissensfundus, der auch schön verständlich erklärt ist. Schicken wir euch gerne zu, übermittelt uns bitte eben kurz eure Adresse. Wie gesagt, die schon gemacht haben, den schicken wir sowieso. Aber alle anderen Interessenten bitte eben die Adresse übermitteln. Dann schicken wir es auch gerne raus an die Auszubildenden. Ja, bitte auch nur die Auszubildenden. Wir sind auch begrenzt in unserer Stückzahl hier an den Dingern. Aber das tun wir gerne. Eben melden, entweder unter meiner Telefonnummer, die ihr gleich seht, oder eben bei Tiber direkt melden. info@tiber-kraftfutter anschreiben oder auf unserer Internetseite die Adresse raussuchen. Irgendwie kriege ich das dann auf jeden Fall geschickt. Ja, gut. Das dann dazu. Dann gehe ich mal rüber aufs schöne Sofa. Denn wir haben noch eine Frage bekommen. Lauritz Gerdes, hallo Lauritz, schön, dass du dabei bist, hat geschrieben und gefragt, nochmal zur Legehennenfütterung. Schöne Frage, die mich selber auch ein bisschen, war ich ein bisschen stumm. Hallo Heiner, habt ihr schon mal was davon gehört, beziehungsweise Erfahrung damit, bei Legehennen das Futter einmal am Tag anzufeuchten, damit die Tiere besser und schneller die Futterbahnen leer fressen? Ja, der Effekt ist da, wird natürlich in unseren Anlagen technisch ganz schwer möglich sein. Bekannt ist, dass Tiere natürlich gern selektieren. Ich hatte das vorhin mal erzählt. Und die lassen dann vor allem gern die kleineren Bestandteile liegen. Ich hatte erzählt, dass Tiere gern die großen, groben Bestandteile den kleineren vorziehen. Es sind dann eben auch oft die Eiweißbestandteile aus dem Sojaschrot zum Beispiel, die eben kleiner und mehlförmiger sind im Hühnerfutter. Und die werden gern liegen gelassen. Und da, mein Mikro huscht mir runter, ich hoffe, ich bin verständlich. Da hilft es schon, das Futter in der Futterbahn im Trog leicht anzufeuchten. Das wird das wahrscheinlich dann an die Bestandteile binden, um das die Bahn auch leer fressen zu lassen. Nur, wie regelt man das in der Praxis? Also man kann ja schlecht die Anlage feucht sprühen, dann klebt viel fest. Wie man das in der Praxis in den heutigen großen Futteranlagen regelt, weiß ich nicht. Darüber werde ich mich aber schlau machen. Der Effekt biologisch, ja, eindeutig ist da. Leicht anfeuchten hilft zu einer verbesserten, vor allem gleichmäßigeren Futteraufnahme für alle Bestandteile. Ich gebe zu, dass ich mit der Frage jetzt leicht überfordert bin, aber das bleibt nicht lange so. Wir haben Spezialisten, die ich da auch weiter fragen kann. Und Laurus, ich werde die Frage, glaube ich, persönlich an dich am Telefon beantworten, damit du die Antwort auch schneller kriegst. Dich interessiert es ja.
Wir werden sie aber dann beim nächsten Mal auch noch kurz hier für alle eben aufgreifen. Also Futter anfeuchten zur besten Aufnahme. Wie kann man das technisch hinkriegen? Ja, da steht die Telefonnummer. Darunter gerne auch mal die Adressen melden. Oder eben auch an Tiber direkt. Unser Kontakt seht ihr auch auf unserer Seite www.tiber-krafter.de. Das war's dann für heute. Ja. Wir haben die Zeit wieder gut überschritten und ihr habt mitgemacht, hoffe ich, solange ihr noch da seid. Dankeschön für die Geduld mit uns. Es war heute ein bisschen schnell durchlaufen, der Kopf brummt. Fragt gerne nochmal nach, wenn wir Sachen genau erläutern sollen. Nächstes Mal werden wir dann nochmal, was Manuel gerade erzählt hat, Bodentypen ansprechen und eben Kation-Ion-Austausch ansprechen. Das ist ein Thema, was man echt intensiver bearbeiten muss. Das kann man nicht eben in 5 Minuten erklären. Und da haben wir sicher schon wieder einiges auf dem Zettel. Der Winter wird intensiv mit uns. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bleibt gesund, kommt gut durch die Woche. Passt auf, Corona ist auch hartnäckig. Ich habe jetzt wieder ein paar Fälle gehört, die haben es gehabt. Also man denkt immer, es erwischt Leute vielleicht nur leicht, da bleibt nichts von übrig. Ich habe es von ein paar Fällen gehört, die haben es richtig, richtig schwer. Da bleibt was fürs Leben übrig und zwar nicht wenig. Haltet euch gesund, passt auch auf andere auf und kommt gut durch die Woche. Ja. Tschüss. Bis dann, ciao.